Der erste Eindruck, ja, eigentlich überflüssig, nicht das Ganze. Ja, ich habe davon nicht viel gehalten, aber inzwischen ist das natürlich anders, sagte ich ja schon, weil ich da meine Meinung auch multiplizieren kann. Ich habe mit dem Verleger eine Wette laufen. Der meinte, zum Jahresende wäre ich wohl bei 100.000 Freunden. Ich habe gesagt, die Wette nehme ich an. Aber ich habe so die leise Befürchtung, wenn das in dem Tempo weitergeht, dass ich die Wette verliere. Da ich sehr klar mich positioniere gegen rechts, habe ich sehr viele Fans auf der Facebook-Seite, die, ja, wie soll ich sagen, bewundern, dass ich da so ohne Rücksicht auf Konsequenzen meine Position vertrete. In den Hafenpuffs dieser Welt ging es zivilisierter zu, wie heute auf Facebook teilweise. Ich kann das auch als Seemann, natürlich. Ne? Als Mensch zu dumm, als Schwein zu kurzen Ohren. Oder jetzt halt die Fresse, sonst pickel ich eine Schramme ans Bein. Das kann ich alles, natürlich. Aber ich werde mich hüten, mich auf dieses Niveau zu begeben. In den Tinderbuden doch zum Teil seekrank wurden. Die haben dann aber zu Hause in Düsseldorf. Kapitän und Steuermann lagen betend auf den Knien. Wenn wieder irgendetwas Neues erscheint in den Medien, eine Meldung über Pegida, über Frau Petri, dann soll ich das immer gleich kommentieren. Und das mache ich auch. Und ja, muss natürlich auch mal meiner Facebook-Gemeinde, meinen Freunden da mal antworten, wenn die mir geschrieben haben. Und so 2-3 Stunden täglich gehen schon drauf dabei. Mein Großfinger immer zwei Buchstaben kriege ich gleichzeitig zu fassen. Nicht mehr für mich. Schloss aus Ende. Ich werde nicht irgendwo anders auf einer anderen Plattform noch tätig werden. Mit tödlicher Sicherheit nicht.